Das ist dein Buhu. Du kennst Buhus natürlich schon seit langem. Maximal KP 7, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Ihre Angriffe sind nicht so stark, aber sie können sich unsichtbar machen. Dann haben deine Attacken keine Wirkung mehr auf sie. Eigentlich sind sie ja auch ganz hübsch, aber auch ziemlich fiese Gegner. Wenn so ein Ding nachts bei mir im Schlafzimmer auftauchen würde... Nein, also ich als Dame will mir das gar nicht erst vorstellen müssen. Ja, und damit... Willkommen zu Paper Mario. Auf dem Weg bin ich eher nochmal durch die Spukabtei gestolpert und wollte eigentlich nur zum Punkt, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Also da, wo wir den Schlüssel bekommen haben, wollte ich gerade einen Schlüssel einfügen. Ich hatte allerdings das Problem, dass wir hier... Shit. Dass uns hier die... Buhus... dass mir hier ein Buhu über den Weg gelaufen ist und den wollte ich dann doch mal direkt unter die Lupe nehmen. Gib mir einen Schwingus-Dingus. Mach's einfach. Es laggt ziemlich stark. Nein, schade. Ich weiß nicht, in letzter Zeit hat mein Computer hohe CPU-Auslastung. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Flap-Flap mit irgendwas angreifen kann. Ich kann höchstens Aerona reintun und versuchen, den Typen wegzupusten oder zu kontern. Natürlich auch schön. Hurricane. Kann Gegner fortwählen. Ah, wir müssen es einfach nur einmal blocken. Verrinner Sprung, den Gegner voller Wucht trifft. Ich hoffe, das war gut. Oder zumindest ausreichend genug. Hier einmal den Flop-Flop kaputt machen. Und ein bisschen Scherbenpunkte kassieren. Wir tun Gombrina wieder rein. Und ja. Nein, ich werde den nicht angreifen. Ich habe keinen Bock auf den. Und einmal den Schalter drücken, bitte. Einmal bitte den Schalter. Ich möchte nämlich die Treppen verschieben. Ich möchte sie ganz nach hinten. So, das war jetzt eine etwas sehr lange Verschiebung. Das ist etwas tragisch. Ne, vorne will ich sie nicht haben. Vorne will ich sie nicht haben. Was befindet sich eigentlich auf dieser Seite? Ist eine gute Frage. Deswegen werden wir nun gucken. Da ebenfalls ein roter Schalter. Ich glaube, dieser Schalter schiebt es jeweils einen halt in die... Richtung, wo man steht. Warum? Ah, es ist in der Mitte. Okay, doch, richtig. Ah, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Tja, heute. Mal kurz was gucken. Ja, natürlich hat sich das wieder umgestellt. Ich hasse es so sehr. Ja, es ist echt scheiße. Und zwar, mein Mikrofon stellt sich immer wieder um auf ich möchte restlos übersteuern. Warum, kann ich euch leider nicht sagen. Aber jetzt müsste es definitiv besser sein. Ja, auch die Treppe funktioniert jetzt so, wie sie sollte. Entweder brauchen wir Kupio oder Yoshidoshi. Die meinen natürlich, sie würden uns total nerven, obwohl sie eigentlich total irrelevant sind, da man sie
dezent ignorieren kann. Hier ist ein Speicherblock, deswegen werden wir jetzt erstmal speichern, weil ich glaube, hinter dieser Tür befindet sich etwas Wichtiges. Natürlich befindet sich dort etwas Wichtiges, sonst wäre hier ein Speicherblock. Richtig. Hier ist nämlich schon der Boss? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Gute Frage. Ich wollte eigentlich gleich noch Sport machen gehen, wenn es aber dazu kommt, dass ich diese Folge wieder 6 Milliarden Jahre schneiden muss, ist das schlecht. Hey, was soll das? Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Das ist der Geist, von dem der Dorfvorsteher geredet hat. Nimm mich nicht, Geist! Wollt ihr mich etwa herausfordern, oder was? Ihr kommt ungelegen. Ich plane gerade meinen nächsten Streich. Verschwindet! Hört ihr schwer, warum verschwindet ihr nicht einfach? Oh ja, ich habe denen gefallen getan, sie in Schweine zu verwandeln. Nicht so aufbausend. Wieso hast du die Leute in Schweine verwandelt? Okay, das geht gar nicht. Moment. Ich muss kurz einmal etwas umstellen. Einen kleinen Moment. Nein, okay, so tief jetzt auch nicht. Ups. Habe ich die Kodierung ein bisschen zu weit runtergestellt? Das wollte ich nicht. Das gefällt mir gerade nur vom Ton her nicht. Na, weil... ja, das ist eine schwierige Frage, nicht? Das ist doch langweilig, immer in dieser Finsternis zu leben. Also dachte ich mir, ich verschaffe denen mal ein spannendes Abenteuer. Da habe ich sie eben in Schweine verwandelt. Irgendwelche Einwände? Na, sicher seid ihr hier, um euch zu beschweren. Gut spielen wir dieses Spiel. Unter der großen Glocke. Die Mucke ist auf jeden Fall schon mal empfehlenswert. Sie guckt, was das für ein komischer Typ ist. Fragezeichen. Seltsam, dieser Kerl steht gar nicht in meinem Verzeichnis. Ähnliche Monster werden erwähnt, aber dieses Ding, das könnte maximal KP 40, Angriffskraft 4, Verteidigung 0 haben, aber dieses Wesen kann wohl verschiedene Formen annehmen. Vielleicht hat es auch die Dorfbewohner verwandelt. Was für ein Monster. Ja, ich komme gar nicht zum Reden, weil ich viel zu viel zocke. Ich charge mich einfach mal nebenbei. Ja, und zwar heute beginnt wahrscheinlich das fröhliche Umgraufen. Jetzt kommt mein Angriff, keine Gnade! Yo, der ist schnell und schwierig zu kontern. Hau einfach drauf. So lange wird er eh nicht überleben. Du machst noch einen Charge, wie immer. Und ja, heute. Schön geblockt. Heute hatte ich einen ziemlich beschissenen Tag. Also. Ja, war nicht so toll heute. War nicht so toll heute. Ja, ich gehe gleich erstmal vernünftig Sport machen. Dann. Läuft man den ganzen Schwert wieder raus, warum ich keinen Multisprung gemacht, hier einen Haulatz gemacht habe. Muss ein bisschen spannend halten. Na, du bist ziemlich hartnäckig, da muss ich mir wohl was einfallen lassen. Weißt du, dass ich diese Dörflein Schweine verwandeln konnte? Zeigt wirklich nur einen Bruchteil meiner Zauberkunst. Das hier ist extra für dich reserviert. Rip, rip, rip. Er scannt mich. Nicht schlecht, oder? Was meine Zauberkraft so kann. Jetzt musst du gegen dich selbst kämpfen. Na, wie stellst du das an? Das ist unfair, weil ich nicht weiß, wann er den Hammer macht. Er könnte ihn eigentlich jederzeit machen. Und sein Hammer ist stärker. Apropos Hammer. Friss ihn. Präsidentschaftswahlen heute. In den US und A. Die US und A. Tja. Donald Trompete hat wohl gewonnen. Aber ja, ich bin mal ganz ehrlich, so schlimm ist es nicht, weil solange wir hier so Politiker wie Frauke Petri, Roth oder halt diese ganzen Spasten haben, brauchen wir uns eigentlich nicht zu beschweren und hoffen wir mal, dass das alte Sprichwort Hunde die Bellen beißen nicht greift, dann ist alles in Ordnung. Aber ja, Merkel will ja sowieso bessere Freundschaft mit Amerika. Ob Trump da jetzt der richtige Kandidat ist, weiß ich nicht. Wir haben auch gute Freundschaften mit Brasilien und nicht so gut.
sowas Dünnes. Nein, Dummes. Kaputt. 20 Sternpunkte. So einfach ist natürlich die Frage. Nein, natürlich nicht so einfach. Jetzt kommt nämlich noch was. Ja, Sternjuwel. Du hältst ein Sternjuwel. Schön. Ah, ja, ja. Verschluckt. Nach dem Sieg über den Geist, der die Spukabteimer erhielt. Oh, ich kann nicht lesen. Der Fluch war gebrochen und die Dörfler bekamen ihre ursprüngliche Gestalt wieder. Der Tag, an dem Mario alle 7 Sterne besitzen würde, schien nahe zu sein. Frohen Mutes verließ Mario die Abtei und wandte sich der strahlenden Zukunft zu. Willst du den bisherigen Spielstand speichern? Ja! Ah, ich hasse es. Oh Mann, große Klappe und nichts dahinter. Auf jeden Fall haben wir das Sternjuwel und sollten schleunigst zurück ins Dorf. Warum steuern wir nun diesen ominösen Charakter? Das ist eine gute Frage. Es war nämlich ein Trick. Alles ein Trick. Hier, wir können ja ein bisschen baden gehen. Wir haben ihn nämlich nicht besiegt, sondern er hat uns besiegt. In gewisser Weise. Also nicht kampftechnisch, sondern durch Tricks. Wie soll auch sonst jemand gegen mich gewinnen? Weil ich meine, es gibt echt nichts Besseres als mich. Denn ich bin perfekt. Und ich kann leider mein Team nicht sehen. Denn mein Team ist nicht mehr da. Die sind mit dem Faker zusammen weggegangen. Nun. Gucken wir, ob wir irgendwie noch etwas erreichen können hier. Natürlich. Gehen wir jetzt erstmal zurück ins Dörfelein. Dörfelett. Warum ich jetzt außen rum gegangen bin? Keine Ahnung. Flapflaps wollen nerven. Aber nein. Nein. Wir gehen einfach zurück ins Dorf und deswegen hasse ich dieses Kapitel so sehr. Wir haben nämlich nicht Yoshi. Und müssen trotzdem von A nach B und zurücklaufen. Ich muss nur einmal kurz was überprüfen. Hier waren wir schon drin, ne? Ja, genau. Ja, wir müssen halt immer von A nach B laufen. Tja, so ist es nun mal. Hihi, dieses Mal kriegen wir Mario und schnappen uns die Karte. Mit meiner Superbombe werden wir Mario nur schlagen. Oh ja. Oh je. Yeah. Barbara, gib mir die Superbombe. Was? Was soll das, Barbara? Frag doch nicht so blöd. Ab die Bombe hattest du gerade noch. Die wichtigsten Sachen lässt du mich nie tragen. Willst du mich auf den Arm nehmen, Barbara? Du weißt doch ganz genau, dass ich dir die Bombe gegeben habe. Oder willst du behaupten, ich hätte sie verloren? Aber... Ja, ich will nichts mehr drüber hören. Auf jeden Fall hast du sie irgendwo verloren. Und bis wir zurückkommen, wirst du sie wiederfinden. Du weißt ja, was hier sonst blüht. Du wirst mich bestrafen? Du tätest also besser daran, sie zu finden. Komm, Roberta, lass mir diese alte Trantüte hier. Verstanden. Flump. Ja. Wir sind draußen. Doch irgendwie nicht. Tja. Ein Schatten unserer selbst sind wir. Die Stats bleiben. Ja, hier sind nochmal die Fähigkeiten aufgelistet. Da habe ich mir nochmal kurz geguckt. Die Stempel befinden sich bei 85. Also kriegen wir bald auch wieder ein Level up, wenn wir jetzt ein bisschen kämpfen sollten. Aber ich glaube, wir sehen uns dann in der Stadt wieder. Bis gleich. Haut raus. Das wird schwierig. Schaffe es. Wow. Wow. Das war ernüchternd. Tja, Maxi-Beam-Fail halt.
Das war traurig. Wie kann ich das wieder gut machen? Weiß ich nicht. Ich hoffe, dazu wird es nie kommen, dass ich es gut machen muss. Also, ich bin heute der Konterkiller, also... Ich halt mein Maul. Aber klar. Ich hoffe, der Wirbelschlag kriegt das hin. Na, nicht ganz. Einen hat der Kollege hinten noch. Aber natürlich kill ich ihn durch den Konter. Luigi ist jetzt im Publikum. Oh, cool. Und 9 Erfahrungspunkte. Ja. Aber jetzt bis gleich in der Stadt. So, das wird definitiv ein Level-Up-Kampf, denn wie ihr seht, hatte ich noch einen Kampf zwischendurch und habe dort Erfahrungspunkte bekommen. Und das ist auch schon das Level-Up. Schön geblockt. Die Goombas pumpen sich auf. Das ist nicht schön. Wie könnte ich das tun? Wie könnte ich etwas dagegen tun, dass sie nichts tun und trotzdem etwas tun? Ich versuche erstmal den Wirbelschlag, der keinen anderen Gegner trifft. Ursache unbekannt. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, jetzt habe ich wirklich ein Problem. Und zwar genüsslich den Ultrapilz verschlingduseln. Es ist eine gewisse Art von Verschwendung, aber... Nein, oh Gott. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein richtiges Problem. Jetzt habe ich ein richtig, 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 richtig großes Problem. Ich kann einfach mal hoffen, dass einer der Typen jetzt irgendwann mal flieht. Die machen mir am meisten Ärger. Bitte. Das bräuchte ich jetzt. Nein, verdammt. Nein, ich habe 2 Millisekunden zu spät wieder gedrückt. Okay, der chargt sich, von dem kriege ich aufs Maul. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Okay, beinahe. Ich fick dich. Oh mein Gott, nein, ich will nicht. Wie will ich das jetzt bitte, wie will ich das überleben bitte? Oh, Buhlaken. Ja, Buhlaken. Ich habe noch einen Buhlaken. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, der flüchtet. Danke Gott. Danke Gott. Durch Items habe ich mir richtig den Arsch gerettet. Dass ich das Buhulaken habe, habe ich erst nicht gesehen. So, einer ist schon mal weg. Der chargt sich. Ich bin nicht mehr transparent. Und muss noch ein Buhlaken nehmen, weil... Alter, ich bin so am Arsch. Ohne Partner bin ich so kaputt gefickt. So, ganz einfach. Ganz einfaches Ding. Ein Charge. Gegen den Charge. Und jetzt muss der Angriff sitzen. Und der sitzt. Und der geht durch. Und ich bekomme genügend Sternpunkte. Und Alter, war dieses Level up erkämpft. Ordenpunkte. Gar nicht drüber reden. Ordenpunkte fehlen. Momentan ziemlich krass, denn wir möchten die Sparblüte drin haben. Dafür geht der Glück ab. Der hat uns gerade relativ krass den Arsch gerettet, aber der geht für die Sparblüte. Und wir haben noch einen übrig, das heißt, wir hauen uns den...
nachdem, was. Für was hauen wir uns rein? Gute Frage. Gegner werden schwächer und senkt die Verteidigung. Wir haben einen Sprung, der die Verteidigung senkt. Mal gucken, ob der sich im Kampf jetzt nützlich erweist. Hey, hey, ich hab dich erwartet. Du bist Mario, oder? Schöner Name und schöner Körper. Deine Sprünge sind unvergleichlich. Außerdem scheinst du sehr beliebt zu sein. Du gefällst mir. Von nun an werde ich als Mario leben. Du hast es gemerkt? Ich hab deinen Namen und Körper übernommen. Ich habe eine Gabe, die selbst ich überhaupt nicht verstehe, so geil bin ich. Aber ja, ich habe deinen Namen und Körper und fick dich. Aber da es zu einfallslos ist, dich einfach zu schlagen, gebe ich dir eine Chance. Wenn du erhitzt, wie ich heiße, gebe ich dir deinen Namen und Körper zurück. Interessant, oder? Also, wie heiße ich wohl? Ja, das kennen wir ja alle. Rum. Rum. Hä? Okay, das P fehlt. Ja, dann heißt du einfach... A-N-U-S. So heißt du. Daneben. Das ist irgendwie pervers von dir, weißt du das? Egal. Ja. Fight time, ne? Ach komm. Ich bin heute großzügig. Ich bin heute großzügig. Heute bin ich großzügig und gönne mir dann erst einmal den... Charge. Und charge mich einmal auf. Denn er kann mir mit seinen Sprüngen kaum Schaden machen. Dann gibt es ein Power Doubts. Powdy Doubts. Kein Schaden. Wie es aussieht. Dann ein Powerhauer. Kein Schaden, wie es aussieht. Kein Schaden, wie es aussieht. Ich könnte es mit einem Maxi-Bögen versuchen. Vielleicht gibt er es ihm Schaden. Das ist auch wieder so ein Fake-Kampf. Nein, zu früh, schade. Aber gutes Beben. Kein Schaden. Auch nicht. Vielleicht das. Keine Verteidigungssenkung. Vielleicht ist hier irgendwas falsch. Ich weiß ja nicht. Charge mich jetzt mal so oft, wie ich kann. Das Problem ist, ich brauche mich halt auch gar nicht irgendwie... zu blocken. Ich kann ihn nicht schaden. Ich kann ihn auch nicht kontern. Mein ganzes Publikum rennt gerade weg. Ich kann flüchten. Das ist, was ich jetzt tun werde. Da ich keine Chance auf Sieg habe. Feigling einfach abzuhauen. Ja, da sind wir in der Stadt. Mit der Überlänge. Tja, das ist schade. Egal, aber das erstmal für diese Folge.
Haut raus. Ciao.